Nähere mich. Das ist tödlich. Ich muss es irgendwie stoppen. Scheiße, los, los! Verdammt, zu knapp. Einfach wunderschön. Es muss noch mehr Auslöser geben. Wenn ich alle finde, ist Sepagna wieder ganz oben. Ich muss weiter rauf. Ich muss weiter rauf. Das ist tödlich. Ich muss es irgendwie stoppen. Ich muss irgendwie darüber. Hey, ja.
Das ist tödlich. Ich muss es irgendwie stoppen. Ich muss irgendwie darüber.
Was jetzt? Durch die Tür, denke ich. Hierher muss die Krabbe gehören. Auf sie! Oh, Scheiße. Da ist sie, Jungs. Genau wie geplant. Zug! Ja. Defensivposition gefährdet. Thank you.
bleibt es nur noch uns beide. Abby, ich bin in Sipagnas Tempel. Trinity hat mich erwartet. Die Krabbe war ein Köder für einen Hinterhalt. Mein Gott, bist du okay? Mir geht's gut. Und die Krabbe ist, wo sie hingehört. Sehr gut. Danke. Sag Jonah, ich komme jetzt zurück. Abby hat erzählt, das Ganze war eine Falle? Stimmt. Als ich die Krabbe zurückbrachte, hat Trinity mich erwartet. Ich finde, das ist ein Kompliment. Sie wussten, dass du sie zurückbringst. Vielen Dank, Laura. Die Krabbe ist wieder da, wo sie hingehört, die Asche ist weg und die Beben haben aufgehört. Das ist aber wirklich nicht alles mein Verdienst. Es schadet jedenfalls nie, wenn die Götter glücklich sind. Wenn gute Dinge in dein Leben kommen, musst du sie feiern. Qué bueno que vinimos. Sí.
verdad nos esforzamos por algo muy importante. Danke, Lara. Das bedeutet dir viel. Gracias por darme la fortaleza. Esa para superar mi adicción. Tengo 400 años. Habrá que reconstruirla por completo. Así como obraste. Lara, schön, dich wiederzusehen. Gleichfalls, Uchu. Wie laufen die Vorbereitungen für Ätzlis Krönung? Nicht gut, leider. Du warst kaum aus Paititi weg, da brachten Jäger Shans Leiche aus der Wildnis mit. San, war er auch einer von denen, die du losgeschickt hast? Um den Meisterbogen zu holen, ja. Lara, ich frage ungern, aber... Aber du willst wissen, ob ich den Meisterbogen hole. Es ist viel verlangt. Das ist der am schwierigsten zu beschaffende Gegenstand. Shan war einer unserer Besten. Darf ich fragen, was den Bogen so besonders macht? Königin Unuratus Ahnen schnitzten ihn aus dem ersten Saberbaum, der in der Wildnis außerhalb der Stadt wuchs. Er wurde über Generationen vererbt. Sie hat ihn Sairi, Ätzlis Vater, am Hochzeitstag geschenkt. Er verbindet die beiden Familien, aber er ging vor vielen Jahren verloren. Der Nawal hat ihn. Der Nawal? Das ist jemand, der die Macht hat, sich in ein Tier zu verwandeln, richtig? Ja, der hier durchstreift den Dschungel vor der Stadt. Er war neidisch und hat Sairi um den Bogen betrogen. Ätzli ist der rechtmäßige Erbe des Meisterbogens. Ohne ihn kann er nicht König sein. Okay, wo muss ich hin? Danke, du findest den Eingang direkt gegenüber, über dem Flussufer. Ich werde alles tun, um den Bogen zu holen.